Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Herzen von München, aus den Räumlichkeiten der Stiftung Münch zur zweiten Ausgabe des Brain Snacks. Zur besten Mittagessenzeit mal wieder eben etwas medizinisches Wissen tanken. Und heute haben wir einen ganz besonders spannenden Gast, nämlich einen wirklichen Internetpionier. Wir schreiben das Jahr 1999. Mark Zuckerberg war ein vermutlich auf der Welt ziemlich unbekannter Jugendlicher, der zur Schule ging. Jeff Bezos hatte Amazon gegründet und residierte in einem Büro in der Nähe einer Heroinausgabestelle und eines Pornoladens. Und auch sonst war noch nicht so furchtbar viel von dem zu spüren, von den großen Unternehmen, die heute da sind und die die Welt so stark verändert haben. Wer aber da war, war unser Gast heute, Andy Fischer. Ganz, ganz herzlich willkommen. Er gründete nämlich 1999 Medgate. Eine wirklich lange Zeit schon. Ein Unternehmen aus der Schweiz, das in der Telemedizin zu Hause ist. Wirklich großartig, dass Sie den Weg hierher auf sich genommen haben. Herr Fischer, Sie waren Hubschraubernotarzt ganz ursprünglich. Sie sind für die Schweizerische Rettungsflugwacht REGA geflogen und haben dann ein Start-up gegründet, das sich mit Anrufen beschäftigt, wo Menschen, denen irgendwas fehlt, die den Telefonhörer hochnehmen können und in einem Callcenter anrufen können. Geht es eigentlich langweiliger für jemanden, der eigentlich aus der Notfallmedizin kommt? Ja, in der Tat war dieser Schritt doch relativ brüsk. Also mir hat mein Job unendlich gefallen. Einerseits medizinisch natürlich, andererseits hervorragend in der Schweiz rumzufliegen. Das war wunderschön. Zu dieser Zeit war die Idee einer telemedizinischen Dienstleistung eigentlich im medizinischen Umfeld absurd. Schon nur die Idee, Menschen auf Distanz zu betreuen, war eine Herausforderung und provozierte. Diese Provokation habe ich dort schon als extrem spannend empfunden. Spannender als tatsächlich mit dem REGA-Hubschrauber herumzufliegen? Im Nachhinein definitiv viel spannender. Ja. Okay. Hätten Sie sich manchmal in Ihrer Funktion als Notarzt telemedizinische Hilfe gewünscht? Gab es da Situationen, wo Sie gesagt haben, boah, da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter und da brauche ich Hilfe? Ja, also die Idee kam ja auch nicht ganz ohne Zusammenhang mit meiner Tätigkeit beim Flugrettungsdienst, weil dort kommt man ja immer wieder in die Situation, dass Menschen einfach nicht erreichbar sind. Sie sind in einer abgelegenen Hütte, sie stehen unter Sitzen unten auf der Helikopterbasis, drüber eine riesen Wolkendecke, sie können nicht hinfliegen. Trotzdem haben sie eben Kontakt mit dem Patienten. Und schon bevor wir Medgate gegründet haben, war ich eigentlich telemedizinisch tätig. Dann von einer REGA-Basis in eine Alphütte in den Schweizer Bergen. Das ist ein interessanter Vergleich, ja. Hat tatsächlich was. Herr Fischer, wenn man die ganzen Diskussionen beobachtet in Deutschland und im Vergleich zur Schweiz, Sie behandeln jedes Jahr hunderttausende Patienten über Medgate und hier in Deutschland ist gerade erst das Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung gefallen. Schüttelt man da manchmal den Kopf, wenn man irgendwie so über die Grenze rüberschaut und wenn man wahrnimmt, was hier los ist? Vielleicht schüttelt man initial den Kopf, aber wenn man sich an seine eigene ärztliche Tätigkeit zurückerinnert, auch an die Kollegen, an die Struktur der Ärzteschaft, dann versteht man vieles. Es geht letztendlich um einen Markt. Einen Markt versucht man zu erhalten. Und Markteindringlinge oder Marktveränderungen werden einfach nicht gern gesehen. Und vor diesem Hintergrund ist für mich eine gewisse protektive Haltung einer Gewerkschaft oder einer Gruppierung absolut nachvollziehbar. Dass diese Entwicklungen sich dann irgendwann mal den Fakten beugen, die eben die Patienten einfordern, ist für mich eine erfreuliche Entwicklung. Meine Damen und Herren, wir haben heute Andy Fischer zu Gast. Für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben, bei der zweiten Ausgabe des Brain Snack, dem Talkformat der Stiftung Münch. Andy Fischer ist im Übrigen auch Preisträger. 2016 haben Sie den Eugen-Münch-Preis gewonnen. Glückwunsch dazu auch nochmal nachträglich. Wer auch mal hier stehen möchte, kann sich natürlich noch bewerben für dieses Jahr. Am 1. Juli ist der Einsendeschluss für die aktuelle Ausschreibung. Hat das eigentlich was gebracht, diesen Preis zu bekommen, oder? Ja, für uns hat das sehr viel gebracht. Es hat einerseits, das war für mich fast das wichtigste Resultat, hat sehr stark nach innen gewirkt. Leute sind stolz auf ein Unternehmen. Mich freut es natürlich immer wieder als CEO des Unternehmens, wenn ich sehe, dass unsere Mitarbeiter stolz auf die Unternehmung sind. Es hat uns aber auch nach extern geholfen, insbesondere im Rahmen von politischen Diskussionen.
dass man dann die Urkunde hinhalten kann und sagen kann, ich bin Eugen Münch Preisträger. Ja, ich habe die Urkunde jetzt nicht jeden Tag bei mir dabei und okay. in der Mappe, aber ja. ich kann das immer wieder auch mit Stolz erwähnen. Gerade im internationalen Kontext, in dem wir jetzt stehen, sind eben solche Auszeichnungen schon einen Beitrag, der hilft. Meine Damen und Herren, Sie können auch Fragen an Andi Fischer stellen. Sie können dafür Twitter benutzen, den Hashtag Brainsnack. Wir werden Ihre Fragen dort wahrnehmen und hier in die Runde reintragen. Insofern Hashtag Brainsnack und Sie sind bei unserer Live-Veranstaltung dabei. Worüber wir heute reden wollen, ist weniger Ihr telemedizinisches Projekt, sondern vielmehr Ihr neues Projekt. Und das ist unter dem groben Stichwort Miniklinik umschrieben. Was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ist ja ein griffiger Wort, aber was ist eine Miniklinik, Herr Fischer? Eine Miniklinik ist eigentlich eine Mini-Arztpraxis, die betrieben wird nicht mehr von einem Arzt, sondern von einer Krankenschwester oder medizinischen Fachperson. Und als Patient, Patientin gehen Sie in eine solche Miniklinik. Sie werden dort untersucht von dieser Hilfsperson, Praxisassistentin oder Krankenschwester, und anstatt dass wie üblich der Arzt durch die Türe ins Sprechzimmer reinkommt, kommt er nicht mehr physisch, sondern er erscheint auf einem Videoscreen. Also die Konsultation an sich mit der ärztlichen Fachperson, die findet eben nicht mehr face-to-face statt, sondern sie findet telemedizinisch statt. Und durch diese Möglichkeit erhalten wir das Potenzial, dass wir natürlich an einer Sitzung beispielsweise x verschiedene Fachärzte beiziehen können. Wir können integrativ arbeiten, wir können interdisziplinär arbeiten und wir erreichen vor allem entlegene Regionen, in denen vielleicht ein hoch ausgebildeter Dermatologe nicht mehr arbeiten möchte. Aber ganz ehrlich, Herr Fischer, das ist ja schon eine krasse Kampfansage. Sie haben eine Arztpraxis, wie Sie es gerade selbst gesagt haben, ohne Arzt. Steigen Ihnen da die Schweizer Ärzte nicht aufs Dach? Bis jetzt noch nicht oder nicht alle. Ich denke, in der heutigen Versorgungssituation werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir eben der Herausforderung nicht mehr nachkommen werden. Wir werden eine de facto Mangelerscheinung haben an ärztlichen Fachpersonen. Die Idee, eine flächendeckende medizinische Versorgung durch Akademiko in einem so hoch oder dichten Rahmen zu etablieren, ist aus meiner Sicht absurd. Also wenn wir nicht lernen, alternative Versorgungsmodelle aufzubauen, diese aber mit guter Qualität hocheffizient zu betreiben, dann werden wir den Problemen, den Herausforderungen der Kostenentwicklung und der Verfügbarkeit von medizinischen Leistungen nicht nachkommen. Das klingt ganz schön für so eine Werbebroschüre, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so im Alltag, wie ist das, wenn Sie Ihre alten Kollegen treffen, wenn Sie auf Ärzte treffen, sagen die, spinnst du eigentlich? Kommt eben darauf an, wer es ist. Ja. Wenn es Ärzte sind, die persönlich wirklich Angst haben vor einer Konkurrenz, dann sind sie eher auf dem Stiff Upper Lip Modus, oder? Dann bin ich nicht unbedingt der beste Freund. Auf der anderen Seite gibt es eben sehr viele Ärzte, die sehr wohl verstanden haben, dass sie in Zukunft ein Teil an Versorgungskette werden, die dort eben auch Chancen sehen. Die kommen dann auf mich zu und sagen, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Okay. Du erledigst die Fälle, die ich ja theoretisch machen könnte, aber ich möchte mich eigentlich auf diejenigen Fälle konzentrieren, bei denen ich wirklich Mehrwert biete. Und das kommt dann in ein gutes Gespräch. Ausgerechnet die erste Filiale befindet sich in einer Apotheke. Ist das Zufall oder ist es tatsächlich eine Strategie von Ihnen, Apotheken aufzuwerten und zu einem Ort der Gesundheitsversorgung zu machen? Das ist eine Strategie. Sie haben es schon fast zusammengefasst. Also die Apotheke ist ein hervorragender Ausgangsort für medizinische Leistungen. Menschen sind sich gewohnt, in Apotheken zu gehen. Und es ist ein Ort, an dem sie eben das erhalten, was sie meistens brauchen, wenn sie krank sind, nämlich mal die Medikamente. Also der Convenience-Faktor in einer Apotheke ist relativ gut gegeben. Erster Faktor. Zweiter Faktor, sie liegen in der Regel extrem gut. Apotheken sind an Orten, an denen eben viele Menschen sind. Und an Orten, wo viele Menschen sind, sind auch viele krank. Also sie liegen geografisch meistens sehr gut. Und der dritte Punkt, der ist ganz wichtig, es gibt eine Möglichkeit oder eine einfachere Möglichkeit der sanitätspolizeilichen Zulassung. Das ist eine große Herausforderung, wenn Sie eine Arztpraxis ohne Arzt betreiben. Mhm. Wie kriegen Sie das gebacken? Weil die Apotheke schon die Zulassung hat, wird es dadurch einfacher. Genau. Oder die Apotheke hat eine sanitätspolizeiliche Zulassung, meist. Oder in den meisten Ländern ist das eben geregelt oder darf Tätigkeiten durchführen. Und wenn Sie das jetzt hybridisieren mit einer medizinischen Leistung, ärztlichen Leistung, geht das meistens auf.
nicht immer, nicht in allen Ländern, aber es gibt eine extrem gute Voraussetzung, dass sie eben aufsichtstechnisch eine einfache Ausgangslage haben. Die Apotheker feiern Sie jetzt, dass es ein neues Geschäftsmodell gibt und dass Sie jetzt auch quasi ärztliche Dienstleistungen anbieten können? Wissen Sie, das Problem der Apotheker ist, dass der Apotheker der größte Feind der Apotheker ist. Und die Apotheker feiern uns, aber nur diejenigen, die eben das Modell Miniklinik integrieren. Okay. Alle anderen, die reagieren zum Teil eben auch ein wenig begiert. Okay, ja, insofern gleicht sich das da. Ihre Pläne sind ja irre, Sie wollen 150 Filialen aufbauen. Woher sollen die ganzen Ärzte kommen? Die ärztliche Versorgung ist natürlich telemedizinisch sichergestellt und Sie müssten vielleicht, Sie können sich das so vorstellen, die Ärzte, die Produktion einer Telekonsultation, also das Erbringen einer Telekonsultation aus einem Telekonsultationszentrum ist massiv effizienter, wie wenn Sie das face-to-face machen, ist fast doppelt so effizient. Das heißt, wir brauchen volumentechnisch deutlich weniger Ärzte, um eben diese Minikliniken zu betreiben. Wir sind derzeit dabei, diese Ärzte zu rekrutieren. Wir rekrutieren nicht nur in der Schweiz. Vielleicht eine spannende Nuance der Telemedizin. Da die Leistungserbringung eben auch dezentralisiert werden kann. Es ist nicht zwingend nötig, dass damit in der Schweiz... Also Medizin einfach zum Exportgut. Ihr Arzt kann in Deutschland, in Polen, in Dänemark sitzen. Ja, Export oder eben Import. Je nachdem, wo Sie sitzen. Ja. Aber ich glaube, die spannende Geschichte ist, wir können durch das Instrument Telemedizin eben nicht nur die Leistungserbringung, also das Anwenden der Leistung, Dezentralisierung, sondern eigentlich eben auch die Erbringung der Leistung. Heute sitzen unsere Ärzte in der Schweiz, in den Bergen, in den Städten. Wir haben Ärzte in Spanien, in Deutschland. Und die Nacht wird abgedeckt durch einen Arzt und eine Ärztin in Australien. Weil da einfach die Zeitverschiebung so günstig ist, ja. Aber trotzdem, Ärzte sind ja in den meisten Ländern Mangelware. Was muss man dafür tun, dass die auch sagen, okay, ich arbeite telemedizinisch, was zahlen sie denen? Bezahlen tun wir in der Regel das Gleiche, was wir halten würden, wenn Sie face-to-face operieren. Also das ist etwa das gleiche Lohnniveau. Aber ist das ein Stundenlohn oder bekommen die Geld pro Konsultation? Eine Fixanstellung. Wir haben alle Ärzte fix angestellt, weil wir davon überzeugt sind, dass das ein wichtiger Punkt ist der Qualitätssicherung. Das ist sehr aufwendig, Sie müssen das relativ gut monitorisieren. Es ist einfach für beide Seiten, wenn das ein klares Verhältnis ist. Mal ganz plump gefragt, was verdient so ein Arzt im Mittel im Monat? In der Schweiz ist das im Monat, wir haben nur Jahreserläre, die ich jetzt gerade auswendig kann. Ja. Und das sind im Moment, ich würde etwa schätzen, zwischen 150 bis etwa 300.000 Schweizer Franken, das ist in Euro. Auf jeden Fall für Sie auch schon mal ein ganz schöner Kostenblock. Dann gleich die nächste Frage, wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus für so eine Teleklinik? Das Geschäftsmodell in der Schweiz ist sehr ähnlich jetzt wie auch in unseren ausländischen Betrieben. In der Regel verrechnen wir einen Betrag pro Telekonsultation. Mhm. Und in den verschiedenen Ländern, in denen wir tätig sind, verrechnen wir diese Leistungen gegenüber einem etablierten Kostenträger. In der Schweiz sind das klassischerweise Versicherung. Auf den Philippinen sind das HMOs. Das sind unterschiedliche Kostenträger, aber in der Regel sind es die etablierten Kostenträger. Okay. Das ist dann also relativ klassisch, ja. Was kostet so eine Miniklinik als Grundausstattung erstmal? Für die Implementierung? Ja. Ja, etwa 50.000 Euro, würde ich schätzen. Das ist relativ wenig, ne? So eine, das ist sehr wenig. So eine Praxisausstattung ist ja... Darum ist es Mini. Okay, was, um mal richtig praktisch zu bleiben, was ist da drin? Was bauen Sie da ein? Sie brauchen relativ wenig. Die teuren Komponenten sind die Fläche. Sie brauchen Fläche. Eine Miniklinik, die können Sie auf 10 bis 15 Quadratmetern implementieren, das ist günstig. Sie sind an Standorten, die teuer sind. Ja. Apotheken, städtisch in der Regel oder aber auf dem Land. Also die Infrastruktur ist relativ klein. Dann brauchen Sie minimale Infrastruktur und Sie brauchen eine Technologiekomponente für die Telemedizin. Das ist ein Turm, da hat es ein Videokonsultationsgerät. Also sowas eigentlich wie in so einem Videokonferenzraum in irgendeiner x-beliebigen Firma, wo ich eine Kamera habe, einen Fernsehbildschirm habe. So, das ist die Grundausstattung. Ja. Dann, und jetzt kommen die wichtigen Komponenten, an diesem Terminal hat es ganz viele Sensoren dran. Okay. Sie haben dort ein digitales Stethoskop, bei dem Sie Lunge abhören können. Sie haben eine Kamera, die Aufsätze hat, mit der können Sie in die Augen schauen, ein Ophthalmoskop, in die Ohren, Otoskop, in den Hals, Pharyngoskop. Das sind all die Namen, die wir dann haben. Mhm. Sie haben ein EKG, das Sie anhängen können. Sie können die Haut untersuchen. Wir haben einen Ultraschall, das wir anhängen können. Also wir haben sehr viele Komponenten, die angehängt sind an diese Basistechnologie. Zum Beispiel auch ein Labor. Okay. Und daneben brauchen Sie
eine Liege und dann brauchen Sie das Allerwichtigste, eine ganz nette Persönlichkeit, eine fachkompetente Persönlichkeit, die eben diese Miniklinik betreibt. Und haben die richtig Lust darauf, weil das ist ja ein großartiger Job für medizinisches Assistenzpersonal, eigentlich eine eigene Praxis quasi zu schmeißen. Richtig, fest Lust, das zu tun. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Mhm. Für diejenigen Menschen ist das eine unendliche Aufwertung ihrer Tätigkeit. Und die können das extrem gut. Und die sind richtig motiviert. Und das kommt bei den Patienten an. Dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen später. Wir haben auch die erste Frage, meine Damen und Herren. Sie können jederzeit mitdiskutieren unter dem Hashtag BrainSnack. Caroline Auschra möchte gerne wissen, ob es eigentlich ein Konzept gibt für so eine Miniklinik, um Patienten, die vielleicht nicht richtig gehfähig sind, zu so einem Ort hinzubringen. Dass sie ein Sammeltaxi haben, dass sie irgendwie mit Uber oder wie auch immer zusammenarbeiten. Haben Sie da Ideen? Ja, wir haben wirklich Ideen. Also die erste wichtige Komponente ist, dass es überhaupt von der Infrastruktur funktioniert. Das war gar nicht einfach, dass wir das hinkriegen. 15 Quadratmeter ist schon eng. Wir haben aber ein Konzept, dass es eben auch behindertenfähig ist. Kommt natürlich jetzt auch auf die Apotheke darauf an. Die zweite Komponente, das sind die Transportkomponenten. Also wie schaffen wir es, dass die Leute eben das Convenience erreichen können? Gute Frage, weil eben die Apotheken häufig nicht Parkplätze haben. Das war genau der Punkt. Und in der Tat sind wir jetzt natürlich daran, eben zum Beispiel, Uber ist ein Stichwort, oder mit Taxiunternehmen zu sprechen, ob wir das etablieren können. Die Frage ist weniger die Organisation einer solchen Leistung, sondern vielmehr eigentlich die Kostenträgerschaft. Also binden Sie das ein, wird das privat bezahlt, oder binden Sie das ein, Versicherungsmodelle, die eben dann zum Beispiel auch die Fahrkosten übernehmen. Und an solchen Modellen arbeiten wir derzeit. Okay. Am Ende disruptieren Sie sich aber auch ein Stück weit selbst, weil ja möglicherweise jemand, der bisher bei Ihnen angerufen hat, bei Medgate einfach eine Telefonkonsultation wollte, in Ihre Miniklinik reingeht und Ihnen als Kunde am Telefon wegfällt. Ja, Gott sei Dank. Warum? Weil können Sie mehr Geld verdienen mit dem Miniklinik-Menschen? Ja, wir müssen das Geld mit dem verdienen, das eben richtig ist im Gesundheitswesen. Und unser oberstes Ziel sollte sein, dass wir immer wieder daran arbeiten, Gesundheitsleistungen qualitativ hochstellend, aber gleichzeitig kosteneffizient zu erbringen. Aber höre ich das gerade richtig, dass Medgate eigentlich ein Qualitätsproblem hat und dass Sie das mit der Miniklinik jetzt besser machen das wollen? Das Gesundheitswesen hat ein Qualitätsproblem. Okay. Und das Problem, sage ich, ich muss das richtig formulieren, wir haben keine schlechte Qualität in der Schweiz oder Deutschland, hervorragend, maximal. Das Problem, das wir haben, ist, wenn wir diese erhalten wollen, dann wird das unendlich teuer. Und was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen daran arbeiten, dass wir qualitativ hochstehende Instrumente implementieren, die aber kosteneffizient sind. Und genau in diesem Prozess ist es eben notwendig, dass man sich selber immer wieder ablöst. Mit einem Instrument, das allenfalls günstiger ist, effizienter. Und das tun wir einerseits mit einer Miniklinik, die vor allem aber eine Leistungserweiterung ist, weil wir können jetzt mehr Dinge behandeln. Wir können abhören, wir können die Lunge anschauen, nicht anschauen, aber die Lunge abhören, wir können die Ohren anschauen, Augen anschauen, das erweitert unser Leistungsspektrum. Gleichzeitig arbeiten wir aber auch an Instrumenten, die uns eigentlich ersetzen, unsere Kerntätigkeit ersetzen. Zum Beispiel künstliche Intelligenz, Automatisierung von Prozessen. Waren Sie da ein bisschen langsam? Da gibt es ja irgendwie ein paar andere Anbieter, ob das aus Berlin, wir sprachen im ersten BrainSnack zum Beispiel mit Martin Hirsch von Ada, es gibt ja aber auch viele andere Firmen, die sich um künstliche Intelligenz in der Medizin kümmern, dass Sie noch darauf gesetzt haben oder noch immer darauf setzen, dass menschliche Ärzte in einem Callcenter sitzen und Patienten, sei es in der Miniklinik oder am Telefon behandeln, ist das eigentlich gestrig, dass Sie da einen Schritt irgendwie nicht so richtig genommen haben? Das ist so etwa zwischen heute und gestrig. Also die nächsten Schritte werden Richtung Automatisierung gehen. Auch wir tun dies. Also wir haben eine eigene Entwicklung, die eben zurückgreift auf unsere Datensätze. Es sind über 10 Millionen Datensätze, die wir verwenden können. Und wir werden dieses Jahr auch eine Applikation lancieren, die auf künstliche Intelligenz beruht. Ich denke, der Schritt oder die Implementierung dieser Applikationen ist weniger eine Frage der technischen Machbarkeit. Da bin ich überzeugt, das wird relativ schnell jetzt gehen. Und wir haben große Datenmengen, wir haben ganz gescheite Computerprogramme, die das erledigen. Für mich ist die Hauptproblematik letztendlich, wie schnell werden die Patienten das Vertrauen aufbauen in diese Technologien, in eine Miniklinik, bei der plötzlich nicht mehr ein Arzt hier ist, in ein Telefon, in der sie reinsprechen, Bilder noch abschicken und dann kommt ein Arzt, den sie noch nie gesehen haben. In künstliche Intelligenz, bei denen eben, dass sie weiß selber diese Entscheidungen fällt. Und dort sehe ich die ganz großen Herausforderungen der modernen Digital Health Unternehmen, dass sie dieses Vertrauen eben aufbauen können. Ist das Ihren Behandlern klar, dass Sie eigentlich durch algorithmische Aufschlauung an Ihrer eigenen Abschaffung arbeiten?
Ich denke ja und ich hoffe ja. Wir kommunizieren das natürlich auch immer wieder intern, was die übergeordnete Zielsetzung der Unternehmung ist. Und ich erlebe eigentlich unsere Mitarbeiter als extrem innovativ und dem Pioniergeist verpflichtet. Und das freut mich natürlich auch immer wieder. Also die Ärzte, die bei uns arbeiten und Ärztinnen, die bei uns arbeiten, da spüre ich eigentlich immer wieder, dass sie daran glauben, dass das der richtige Weg ist, Medizin zu betreiben. Und sie bereit sind, ihre eigene Rolle zu verändern. Aber haben Sie auch schon Leute gehabt, die einfach hingeschmissen haben, die gesagt haben, das mache ich nicht mehr weiter mit, ich will weiter in meiner Praxis sitzen, das gefällt mir hier nicht? Ja, klar. Wir haben beides. Wir haben diejenigen, die die Praxis hingeschmissen haben und eben Telemedizin oder zum Digital Health Sektor kommen. Wir haben auch die anderen, die sagen, hey Mann, kann ich nicht, ich muss wieder physisch die Menschen sehen. Ja. Beides nachvollziehbar. Meine Damen und Herren, wir haben heute zu Gast Andy Fischer, er ist Gründer von Medgate und wir unterhalten uns über sein neues Konzept, nämlich über die Miniklinik unter dem Stichwort Supermarkt statt Arztpraxis. Die Miniklinik kann nämlich tatsächlich an allen möglichen Orten sein, muss nicht mehr zwangsläufig eine ganz klassische Arztpraxis sein. Sie ist zum Beispiel in Apotheken, aber auch in völlig neutralen Orten. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, sowas in Ferienhotels, in Schulen oder wie auch immer zu implementieren? Ja, Ferienhotels sind in der Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrt, das wäre ganz schön. Ja. Da würden wir den Arzt wieder mitschicken, das Kreuzfahrtschiff. Nein, wir sind natürlich wirklich dabei, genauso, sag ich mal, Standorte zu evaluieren. In der Schweiz arbeiten wir relativ stark an Konzepten, die eben abgelegene Ortschaften abdecken. Da arbeiten wir an Modellen in Gemeindehäusern. Tankstellen sind Optionen. Also immer wieder einfach, wie komme ich einfach dazu? Wie habe ich Möglichkeiten, das eigentlich rasch zu beziehen? Denkbar sind auch Retailer. Das ist auch eine Aber Standort. Wollen die das irgendwie? Ich stelle mir jetzt gerade irgendwie so einen Klamottenladen vor, der möchte ja nicht unbedingt irgendwie mit Krankheit in Verbindung gebracht werden. Würde der das akzeptieren, dass Sie da mit solchen Themen in seinen Räumlichkeiten... Also der Kleiderladen wäre vielleicht jetzt nicht gerade unsere erste Wahl. Ja, die Migros, die möchte das ja vermutlich auch nicht, oder? Ja, die Retailer, die sind anders unterwegs. Die Retailer haben in der Regel auch erkannt, dass das Gesundheitswesen sehr spannend sein kann. Sie verstehen sich nicht mehr nur als Foodverkäufer, sondern immer mehr eben als Verantwortungsträger auch für die Gesundheit. Und da ist das relativ nahe, dass eben Retailer sich auch sehr, sehr gut Gedanken machen zur Implementierung von Miniklinik. Und wie wäre dann da das Geschäftsmodell für den Retailer? Der bekommt eine Miete oder der bekommt anteilig Geld? In der Regel Standort. Also das sind schon prinzipiell, das sind Retailer. In der Regel, wenn sie keine eigene Health-Strategie haben, dann machen sie es selber. Okay. Das ist eine Variante. Oder eben sie sind daran interessiert, das einzubauen in ihr Angebot, das in der Regel dann komplementär weiterentwickelt wird, dass es eben noch Physiotherapie hat oder irgendwelche Ernährungsshops oder die zum Beispiel irgendwelche Nahrung verkaufen, die eben gesundheitsfördernd ist. Herr Fischer, wir sind ja unter uns. Plaudern Sie vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was es für regulatorische Hürden gibt, wenn man in der Schweiz so eine Miniklinik installieren möchte. Die Schweiz hat ja verschiedene Kantone. Jeder Kanton hat vermutlich eine eigene Sanitätspolizei. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ist das ein Spaziergang? Praktisch ist das in der Tat eigentlich eine Rocky Horror Picture Show. Das ist wirklich, wirklich sehr schwierig, weil wir eben föderalistisch aufgebaut sind. Die Regulatoren sind kantonal. Sie müssen in jedem Kanton eine Betriebsbewilligung erlangen. Diese Betriebsbewilligung basiert in der Regel auf kantonalen Vorschriften, Gesundheitsgesetzen, die vor 20 Jahren geschrieben wurden. Da hat noch niemand daran gedacht, dass Menschen per Video behandelt werden. Und in der Regel ist es nicht verboten, aber eben nicht erlaubt. Ja. Das ist in der Regel diese Grauzone. Und da braucht es jetzt eben Interpretation, Spielraum, Kreativität auf beiden Seiten. Und diese Kreativität ist unterschiedlich in den verschiedenen Kantonen. Zusammenfassend kann ich sagen, es ist wirklich ein Hürdenlauf. Aber wenn wir diese Hürden nicht nehmen, dann wird es sich nie verändern. Gar nicht. Es ist beruhigend, dass es in der Schweiz also auch nicht viel anders ist. Dazu auch eine Frage von Stefan Holzinger, der gerne wissen möchte, wo Sie die Hauptunterschiede sehen zwischen der Schweiz und zwischen Deutschland, wenn es um die Regulatorik geht. Ich glaube, wir haben in der Schweiz einen Vor- und Nachteil. Der Hauptunterschied ist, dass in der Schweiz Gesundheitsgesetze föderalistisch geregelt sind, also in jedem eigenen Kanton. Das gibt Chancen, aber auch Hindernisse. Chancen,
Es reicht, wenn Sie in der Regel mit einem Kanton etwas verhandeln, das für die anderen Kantone in der Regel gilt in der Telemedizin. Das war für uns die Situation, wir mussten nur in einem Kanton, Basel-Stadt, eine sanitätspolizeiliche Betriebsbewilligung erlangen und dann konnten wir Telemedizin in der ganzen Schweiz anbieten. Auf der anderen Seite, jetzt, wo wir physisch aktiv werden, also in den jeweiligen Kantonen, dreht sich die Geschichte um. Jetzt wird das zu einem Nachteil, jetzt müssen wir eben in jedem Kanton vorbei und das wieder erlangen. Meine Damen und Herren, Sie können mitdiskutieren. Der Hashtag heißt Brainsnack auf Twitter, wenn Sie auch eine Frage an Andi Fischer haben. Herr Fischer, erzählen Sie uns vielleicht, wie funktioniert das rein praktisch? Ich möchte eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben, ich möchte ein Rezept haben. Steht da ein Drucker in Ihrer Miniklinik drin? Ja. Also in diesem Falle marschieren Sie in die Miniklinik. Ja. In der Regel sind Sie krank, wenn Sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wollen. Oder, und dann findet eben diese Untersuchung statt. Der Arzt wird per Video zugeschaltet und kann dann im Anschluss, sofern das notwendig ist und eben angebracht ist, ein Rezept ausstellen für ein Medikament, das abgegeben wird in der Apotheke. Das läuft elektronisch. Und das Arbeitsunfähigkeitszeugnis ist ein Dokument, das ausgedruckt wird. Und dem Wie signieren Sie das? Der Arzt ist ja nicht vor Ort. Digital. Okay. Digital. Also digital, das wird einfach ausgedruckt und abgelegt. Ja. Wie sehr entwertet eigentlich Ihr Konzept den Allgemeinmediziner? Ihre Fachkräfte vor Ort können ja auch direkt einen Facharzt zuschalten, wenn Sie meinen, dass der jetzt dafür der bessere Mensch ist. Wie wird die Rolle durch so ein Miniklinikkonzept für Allgemeinmediziner sein? Ich bin nicht gleicher Meinung, als das abgewertet wird. Ich glaube, die Rolle der Allgemeinmediziner wird durch solche neue Konzepte extrem stark aufgewertet. Aus meiner Perspektive ist der Allgemeinmediziner mit seiner Ausbildung, mit seiner Kompetenz, Sozialkompetenz, fachliche Kompetenz, die falsche Person, um Zeckenstiche zu behandeln. Einfach die falsche Person. Da braucht es andere. Und diese Rollen werden transformieren. Der Allgemeinmediziner wird aus meiner Perspektive reinwachsen in eine der wichtigsten Rollen, nämlich in die Coach-Rolle eines Patienten, in die Projektmanagement-Rolle für Patienten, komplexe Prozesse zu planen. Und damit sehe ich eigentlich für die Allgemeinmediziner insbesondere eine Chance durch solche neue Modelle, dass sie eben in diese Rolle reinwachsen. Auf der anderen Seite gehen Sie aber einen relativ radikalen Schritt und sagen, dass es auch Fälle geben kann, wo Sie gar keinen Arzt zuschalten. Ist es eigentlich der Ausstieg aus der arztbasierten Medizin, das Miniklinik-Konzept? Es ist ein Teil des Ausstiegs, ja. Es ist ein Beginn einer Ära, bei der eben medizinische Versorgung nicht zwangsläufig durch Akademiker gemacht werden müssen. Und wir müssen lernen im Gesundheitswesen, dass wir eben diese Rollenverteilung hinkriegen, ohne dass wir qualitativ Einbrüche haben. Weil wir uns etwas anderes gar nicht mehr leisten können. Wir können es uns nicht leisten, alles mit ganz, ganz teuren Ressourcen zu machen. Und die Lösung herbeizuzwingen, indem man die Ressourcen schlechter bezahlt, ist eben keine Lösung. Wir müssen lernen, diese Ressourcen besser einzuteilen, Rollen zu definieren, die eben aufgrund ihrer Qualifikation anders bezahlt sind, günstiger vielleicht bezahlt wird, aber ihre Arbeit dennoch mit genau gleicher Qualität erbringen. Das ist dann eigentlich auch ein Plädoyer für den Arztassistenten, für den möglicherweise akademischen Arztassistenten, worüber ja auch in Deutschland viel diskutiert wird. Ja, exakt. Und können Sie sich auch vorstellen, eine Miniklinik ohne jedes Personal, wo ich einfach meine Kreditkarte durchziehe und wo ich reingehe? Ja, wir haben in der Tat einen solchen Prototypen entwickelt. Der heißt bei uns Health Kiosk. Das war eine komplett unassistierte Untersuchungsentität. Ja, sieht aus wie eine mobile Toilettenanlage. Ja. Toi Toi heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie so hier auch so heißen. Wir haben das getestet am Schweizer Markt, das hat nicht funktioniert. Das wurde von den Patienten nicht angenommen. Also der Schritt zur komplett unassistierten Diagnostik, Gerätediagnostik, scheint im Moment zu früh. Interessanterweise war das für den Schweizer Markt der Fall. Wir sind jetzt gerade dabei, das in Dubai auszurollen. Also manchmal reicht es, dass es eben einfach ein anderer Markt ist, andere kulturellen Rahmenbedingungen, schon wird etwas schneller akzeptiert. Aber für die Schweiz ist das out of the game. Und ist es denkbar, dass Menschen irgendwann mal ihre Devices zu Hause stehen haben und auch ihre Miniklinik nicht mehr brauchen, sondern einfach sich selbst untersuchen und direkt ihr Personal kontaktieren? Da bin ich ganz fest überzeugt, dass die heutige Form der Miniklinik, wir nennen es Transitionstechnologie, das, was heute in einer Miniklinik gemacht wird, wird in ein paar Jahren von den Patienten alleine zu Hause gemacht. Ein Labor, ein Stethoskop etc. Ich bin auch überzeugt, dass bis in ein paar Jahren das Teil Sonografien macht, Ultraschallbilder macht, das wird nach Hause gehen. Im gleichen Atemzug werden aber Dinge wieder in die Miniklinik reinwachsen, die jetzt vielleicht an hochspezialisierten Zentren sind. Vielleicht gibt es bis in ein paar Jahren ein Mini-MRI.
mit einem ultrastarken Magneten und so weiter. Sehr optimistisch, ja, und spannende Aussichten. Jetzt sind Sie ein durchaus respektables Unternehmen, aber natürlich mitnichten Weltplayer wie Amazon, wie Google oder Apple oder wie auch immer. Fürchten Sie den Eintritt von diesen Konzernen in diesen Markt hinein? Beides. Wir befürchten ihn einerseits, auf der anderen Seite sehen wir sehr große Chancen. Und wie das Spiel dann ausgeht, das werden wir in ein paar Jahren sehen. Also im Moment erleben wir eigentlich diesen Markteintritt eher als positiv, weil er eben den Markt ankurbelt. Ganz zum Schluss und abschließend, wo wir schon gerade beim Markteintritt sind, wann kommen Sie nach Deutschland? Wann kann ich in die erste Miniklinik irgendwo zwischen Nordsee und Bayerischen Alpen gehen? Ich kann noch kein Datum angeben, aber bald. Andi Fischer war heute unser Gast bei der zweiten Ausgabe des Brain Snack. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, meine Damen und Herren. Falls ja, gibt es natürlich auch eine dritte Ausgabe. Sie finden die Ankündigung mit dem genauen Datum auf der Webseite der Stiftung Münch. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit heute. Und vielleicht ist Andi Fischer auch nochmal ein Ansporn. Er hat nämlich den Eugen-Münch-Preis 2016 gewonnen, hat uns am Anfang verraten, dass es also tatsächlich auch ein tolles Aushängeschild ist. Sie können sich noch bis zum 1.7. darum bewerben, wenn Sie ein innovatives Konzept haben, ebenfalls auf der Webseite der Stiftung Münch. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit uns diesen kleinen Ausflug in die digitale Welt von morgen der Medizin gemacht haben und Ihnen noch einen angenehmen Tag aus München.